Herzlichen Dank, Frau Rösch, und viel herzliche Entschuldigung, dass Sie so lange warten mussten, bis es endlich anfing. Und herzlichen Dank an den jungen Mann, der seinen Computer hier zur Verfügung gestellt hat, damit es doch wenigstens in Teilen geht. Ich werde jetzt immer hin und her springen müssen wahrscheinlich, weil manches Video geht und manches auch nicht und manches Musikbeispiel geht und manches auf meinem Computer und manches auf diesem Computer. Bear with me, ich werde versuchen, es trotzdem ganz schnell hinzukriegen. Sprechen will ich über Europa als Realität und Vision, weil das ja das Thema dieser Vorlesungsreihe ist. Ich möchte Sie einladen, einen Blick von China auf Europa zu werfen. Dein Bild in meinem Auge. Dein Bild in meinem Auge, das ist das Bild Europas im Auge Chinas. Der Blick des Chinesen rechts, der sich, wie Sie in dieser Karikatur aus den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts sehen, den Europäer ganz genau durch sein Vergrößerungsglas anschaut und dabei jedes kleinste Detail studiert. Dieser akribisch genaue Blick Chinas auf Europa ist der Beginn einer Geschichte, die in dem kulminiert, was Chinas gegenwärtiger Staatschef Xi Jinping den chinesischen Traum nennt. Was er damit meint, ist eine chinesische Renaissance, die Neugeburt des chinesischen Volkes in einem wiedererstarkten China, das ebenbürtig dasteht in der Weltengemeinschaft. Und zwar unter anderem deswegen, weil es Europa heute ganz verinnerlicht hat. Dein Bild in meinem Auge. Xi Jinping erfindet mit seinem chinesischen Traum und dem Traum von der Renaissance, wie es auf diesem Plakat gleichgesetzt wird, nichts wirklich Neues. Er nimmt lediglich eine Rhetorik auf, die sich bereits am Ende des 19. Jahrhunderts eben aus dem interessierten Blick Chinas auf Europa als eine Zukunftsvision entwickelt hatte. Diese Zukunftsvision war entstanden, weil man schon damals in China Europa gut kannte und also auch wusste, dass und wie Europa das erstarrte China einschätzte, das Hegel in seiner Geschichtsphilosophie ja verdammt hatte, den schlafenden Drachen, vor dessen Erwachen Napoleon schon gewarnt haben soll. In der kritischen Selbstsicht etwa dieser chinesischen Karikatur, Pak Charivari, Punch aus Europa kannte man gut im China des ausgehenden 19. Jahrhunderts, in dieser chinesischen Karikatur also erscheint China als der imperiale Löwe, bedrohlich noch im 17. und 18. Jahrhundert, das ist rechts oben, Sie müssen von rechts oben nach unten lesen, ne? Da, im 17. und 18. Jahrhundert also dieser bedrohliche Löwe, der allen Ausländern Angst eingejagt hat. Um dann aber im Laufe des 19. Jahrhunderts rechts unten, ganz klar nach Hegel, zur steinernen Statue zu erstarren, die den Angriffen der Ausländer in der Gegenwart links oben nicht standhalten kann und schließlich, das ist die Schreckensvision für die Zukunft links unten, wie eine einfach zu demontierende harmlose Pappfigur auseinandergenommen werden wird. Das ist ziemlich ironisch, dieses Bild, denn Mao Zedong, wie Sie sich erinnern, wird später immer herablassend von den kapitalistischen Papiertigern sprechen, denen er Ähnliches antun wollte. Um also nun zu verhindern, dass der einst so starke Löwe ebenso auseinandergenommen werden wird, muss China endlich aufwachen, muss neu erstehen, muss neu geboren werden. Und dazu wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts regelmäßig aufgerufen. Der Shanghai-Pakt etwa zeigt bereits 1872, dass China schon nicht mehr schläft, wie ganz oben, dass es gähnend aufgewacht ist, das sehen Sie links, und jetzt rechts schon auf dem richtigen Weg ist, wo es sich nicht nur nach außen europäisch kleidet, sondern eben auch einen Pakt, eben den Shanghai-Pakt liest und das, was dort steht, verinnerlicht. Das sieht man allein an der Reihenfolge der Bilder, die jetzt eben von links nach rechts, so wie sie es gewohnt sind, auch angeordnet sind. Ähnlich lässt die Shenzhou Ribao, China Daily, oder Shenzhou heißt eigentlich das Heilige Land, ja, die, also die Daily vom Heiligen Land, ähnlich lässt diese Zeitung einen Journalisten erkennen, können Sie den an seinem großen Pinsel, auf dem Zeitungen steht, bei strahlender Sonne, die, wie man hier sieht, für die Zivilisation steht, für Wenming, und das meint in dieser Zeit allerdings allein die europäische Zivilisation, das ruft er also laut rauf, um den schlafenden chinesischen Bürger, den Sie links von ihm hockend sehen, aufzuwecken. Während rechts ein chinesischer Beamter alten Schlags völlig unbeteiligt und halb im Bückling herumsteht und links der Ausländer, vor dem der Beamte sich zu bücken scheint, seine gierigen Blicke über das heilige Land China schweifen lässt. Dass die Beamten, das sehen Sie in einer anderen Karikatur, eben alle so duckmäusern vor den Ausländern, während sie dem eigenen Volk das Fürchten lernen,
Das zeigt diese Karikatur. Was will also die Zeitungswelt? Die Zeitungswelt will aufwecken. Und sie zeigt diesen Wunsch in den Namen, die es seinen Blättern gibt. Alarmglocke heißt eine der Tageszeitungen. Eine andere Bürgerruf, Minhu Ribao. Die, wie hier gezeigt, die Bürger, die im Dunkeln schlafen, die sehen sie schon gar nicht mehr, die sind da platt auf der Erde und dann eben aufwecken will. Und das macht sie erfolgreich. Das können Sie hier sehen. Das machen die Journalisten wieder mit ihrem Pinsel und sie haben schon einige aufgeweckt, die stehen da rechts auf der Seite und die sind sich, das steht da auf Chinesisch, der gegenwärtigen Situation schon bewusst geworden. Und nicht von ungefähr sind ein Teil von denen bereits, das sehen Sie, nach außen hin europäisch gekleidet. Reflexion sozusagen ihres gewandelten Inneren. Eine andere Zeitung heißt Der erwachende Löwe, den wir auf dem Cover von Liang Qichaos Zeitschrift, die dem neuen Bürger gewidmet ist, auch mächtig furchterregend und weltgewandt entdecken können. Das ganze lange 20. Jahrhundert bleibt bestimmt von dieser Rhetorik des Aufwachens aus dem Dunkel und des Aufstehens im neuen Licht. Ein chinesischer Traum, die Renaissance. In den 1940er Jahren entsteht das Lied »Der Osten ist rot«, basierend auf einem Volkslied aus der Gegend von Yan'an, der kommunistischen Basis. »Der Osten ist rot, die Sonne geht auf, China hat einen Mao Zedong hervorgebracht. Hurra, er ist der Retter des Volkes.« Das ist die erste Strophe. Und als eben dieser Mao einige Jahre später die Rede zur Gründung der Volksrepublik China auf dem Tiananmen-Platz am 1. Oktober 1949 erhält, verkündet er entsprechend Zhongguo Renmin Qi Lai La. Das heißt, das chinesische Volk ist aufgestanden. Unsere Nation wird sich von nun an in die große Familie der Frieden und Freiheit liebenden Nationen der Welt einreihen. Unsere Nation wird nie mehr eine verachtete Nation sein, denn wir haben uns erhoben, wir sind aufgestanden. Die Zeiten, in denen die Chinesen für unzivilisiert, da ist unser Renmin wieder, gehalten wurden, die Zeiten sind vorbei. Die Tatsache, dass diese Parole bis heute wiederholt wird, dass Xi Jinping mit seinem chinesischen Traum erneut eine chinesische Renaissance beschwört, zeigt, dass China zwar, dein Bild in meinem Auge, das Vorbild Europa, seine strahlende Zivilisation, Wenming, genau studiert, ja verinnerlicht hat, dass aber andererseits Europa bis heute noch immer ganz anders auf China schaut. Nämlich so. Und wenn Sie genauer hingucken, dann sehen Sie, dass der Ausländer sein Fernrohr falsch rumhält. Und vielleicht nicht von ungefähr. Also nicht China vergrößert, sondern sogar verkleinert. Weit entfernt sieht eben nicht dein Bild in meinem Auge. Was das für Konsequenzen haben kann und ob es nicht einmal wieder auch an der Zeit ist, wie es früher ja schon mal war, dass Europa ernsthaft beginnt, sich ein genaueres Bild von China zu machen. Auch davon möchte ich heute noch sprechen. Denn zugegebenermaßen, wenn ich betrachte, was meine Kinder in Geschichte auf der Schule lernen, ist es ja doch immer noch so, wie das Fritz von der Goltz 1907 beschrieben hat, wenn er schreibt, die asiatische Welt und ihre Vergangenheit ist uns ein Buch mit 7 Siegeln. Denn was an unseren Schulen als Weltgeschichte gelehrt wird, ist europäische Geschichte schlechthin. Dass es ein mongolisches Kaiserreich von jahrhundertlangem Gespann gegeben hat, dem sich an Macht und Ansehen nur wenig Schöpfungen der Europäer vergleichen lassen, ist daher wenig bekannt. Europa als Realität und Vision, Europa im Selbst- und Fremdbild, das ist das Thema dieser Vorlesungsreihe. Ich habe Sie eingeladen, einen Blick von China auf Europa zu werfen. Ich habe behauptet, dass China es mit seinem detaillierten Interesse an Europa so ernst meinte, dass es heute viel von Europa sein eigen nennt. Dein Bild in meinem Auge. Um das zu illustrieren, möchte ich Sie jetzt mitnehmen nach Beijing, wohin 2011 Tian Haojiang, seines Zeichens chinesischer Bassist an der Metropolitan Opera in New York, eine Gruppe junger amerikanischer Opernsänger zu einem ganz besonderen Meisterkurs mit dem Namen I Sing Beijing eingeladen hatten. Und bei diesem Kurs sollten die jungen Sänger und Sängerinnen lernen, wie man nicht nur auf Italienisch, Russisch, Deutsch oder Französisch, sondern eben auch auf Chinesisch Oper singt. Eines Nachmittags nun nimmt der Tian Haojiang die Gruppe mit auf eine Reise in seine eigene Vergangenheit. Und in dieser Reise besuchen sie zusammen die Kesselfabrik, in der er in den frühen 70er Jahren, also während der Kulturrevolution als Teenager, 6 Jahre lang gearbeitet hat. Und natürlich wird dort Musik gemacht. Die Arbeiter spielen die Lieder, die Tian auch in seiner Jugend dort gesungen hat, begleitet von einer Gitarre und von einem Akkordeon. Jetzt versuchen wir mal, ob ich das hinkriege, ohne mich total zu verwurschteln, dass ich
Sie das auch hören lasse, was hier passiert. Denn hören Sie mal genau hin, was da spricht, immer jemand störend im Vordergrund. Aber im Hintergrund wird Musik gespielt und diese Musik, die soll Sie jetzt interessieren. Is a patch with With his program, Tien has come back to where he started. He takes the singers and a documentary crew to visit a Beijing boiler factory where he spent 6 years working on a steel cutting machine. As the cameras roll, together with his old colleagues, he belts out a forbidden American folk song, which back then they used to sing secretly. The most moving moment comes when a group of young factory workers start singing their factory anthem. This turns out to be Beethoven's Ninth Symphony. The new lyrics include a mention of how the company is burning its chest to warm the earth. The opera singers join in, their polished chorus providing the perfect counterpoint to the workers. At this moment, the two halves of Tien's life have come together. Maria McDaniel. Was Sie im Hintergrund jetzt gehört haben, war zuerst O Susanna, da, 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 ne? Das haben Sie wahrscheinlich gehört, der 1846 entstandene amerikanische Minstrel-Song von Stephen Foster, der zu den 100 bekanntesten amerikanischen Songs of all time gehören soll. Und dann haben Sie die Hymne an die Freude gehört, von Schiller aus dem bombastischen Schlusschor von Beethovens 1824 Uhr aufgeführter 9. Sinfonie. Ein Stück, das 1972, das wissen Sie alle, als Hymne des Europarats ausgerufen, 1985 von der Europäischen Gemeinschaft als offizielle Europahymne verkündet wurde, weil sie für die Werte, die alle teilen, sowie die Einheit in der Vielfalt stünde. Und doch ist es dann ja nicht das, was Sie wirklich gehört haben. Denn beide Melodien haben in der Fabrik in Beijing eine etwas andere Gestalt, eine etwas andere Form, einen ziemlich anderen Text und damit auch eine andere Botschaft bekommen als das, was Sie vielleicht kennen. Andererseits hören Sie wahrscheinlich auch deutlich, dass die beiden Melodien offensichtlich zum musikalischen Repertoire eines chinesischen Fabrikarbeiters ganz selbstverständlich und natürlich dazugehören. Und das ist genauso bei der folgenden Melodie. Mal schauen, ob wir sie sogar abspielen können. Nee, das kann er nicht. Dann kriegen Sie sie nur zu hören. Okay, Sie sagen Frère Jacques, klar, Bruder Jakob, französisches Volkslied, 17. Jahrhundert. Wenn Sie nun aber in China darauf hinweisen, dass das ein Ihnen bekanntes Lied ist, dann werden Sie durchaus erstaunte Gesichter ernten. Warum kennen auch Europäer dieses chinesische Volkslied? Bruder Jakob ist während der sogenannten Schulliedbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach China gekommen und dort über den neu eingeführten Musikunterricht in der Grundschule, der bis zum heutigen Tag ebenso abgehalten wird, jedem Chinesen beigebracht worden. Das Lied ist unzählige Male von allen politischen Parteien in China immer wieder neu umgedichtet worden. 1926 dann in der Fassung, die wir eben gesehen haben, wird es kurzzeitig sogar zur Nationalhymne. Das hätten Sie gesehen, da sind so richtig tanzende Gesellen mit der Nationalflagge und so weiter, die eben da, Dao Lie Qiang, ja, wir müssen hier die Warlords besiegen, singen. Dieser Song ist vor allem heute Chinesen besonders gut bekannt, weil sie den schon seit dem Kindergarten auch lernen, als ein Lied, was handelt von zwei sonderbaren Tigern, Liang Zhi Lao Hu. Der eine ist sonderbar, weil ihm immer die Ohren abfallen und dem anderen der Schwanz. Auch das ist, glaube ich, nicht zu sehen, oder? Vielleicht doch. Ja, das kommt sehr gut. Oh, jetzt haben Sie aber keine Musik. Das macht aber nichts, da ist im Moment nur Geschwätz. Liang Zhi Lao Hu, Liang Zhi Lao Hu, 跑得快, 跑得快.
Jacke zum chinesischen Volkslied geworden. Genauso wie diese barbarische Fiedel, die Erhu, die das sogar noch im Namen zeigt, eben zum größten und wichtigsten chinesischen Instrument, was auf der offiziellen Webseite ChinaCulture.org Queen of the Chinese Folk Orchestra genannt wird, geworden. Und so ist auch die birnenförmige laute Pipa eben zu einem chinesischen Instrument geworden, obwohl sie doch eigentlich aus Zentralasien kommt. Wenn nun Erhu und Pipa wie selbstverständlich chinesische Instrumente geworden sind, bedeutet das im Analogieschluss auch, dass die Gitarre und das Akkordeon, das Harmonium, das Klavier und die Geige, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in China beworben, verkauft und unterrichtet werden, chinesische Instrumente sind. Ist es also okay, wenn Lang kann der zu Recht sagen, Musik ist meine Sprache, wenn er seinen Lebensweg zum klassischen Konzertpianisten beschreibt? Der Henle Verlag, der scheint das zu meinen, denn für seine digitale Notenedition hat er einen typischen Konsumenten so dargestellt. Einzustellen. Die klassische europäische Musik hat in China eine Heimat gefunden. Heute sind die größten Klavier- und Geigenfabriken in China. Die meisten Konzerthallen und Opernhäuser werden derzeit in Asien gebaut. Nicht nur in absoluten Zahlen erlernen dort viel mehr Kinder und Jugendliche ein klassisches Instrument als in Europa. In China ist das natürlich auch mit ein Verdienst der Ein-Kind-Politik, die eine Fokussierung auf das individuelle Vorwärtskommen des Einzelkindes nach sich zog. Jedes Kind soll ein kleiner Drache werden, und wenn man in der Schule nicht gar so perfekte Ergebnisse mit heimbringt, dann ist der Gewinn von musikalischen Wettbewerben immer noch ein anderer Weg, vielleicht auch nicht der Königsweg, aber doch noch in eine Top-Universität zugelassen zu werden. Und entsprechend weit verbreitet ist die klassische Musikpraxis aus. Ein chinesischer Politiker wie Jiang Zemin, 1993 bis 2003 im Amt, konnte nicht nur den sozialistischen Kapitalismus dirigieren, sondern mühelos vor ein Orchester treten, den Taktstock zücken oder auf einem Staatsbankett bravourös den Flügel bespielen. Musikhochschulen in der ganzen Welt lassen asiatische Studenten zu, die besten Abschlüsse machen. Die und die meisten internationalen Wettbewerbe gewinnen sie auch. An den Musikhochschulen in Deutschland und Amerika stellen sie 30-50% der Studentenschaft, und beim Pre-College-Level sind die Zahlen sogar noch wesentlich höher. Wie alltäglich und normalisiert die Praxis europäischer klassischer Musik in China ist, zeigen auch eine ganze Reihe von populären chinesischen Dokumentar- und Featurefilmen, auch welche, die Sie kennen, Chiang Kai-Go Together vielleicht nicht, aber es gibt auch eine ganze Reihe von europäischen Filmen, diesen, da können wir einfach nur mal in den Anfang hineingucken, aber Sie erinnern sich vielleicht an die Rote Violine, und auch in der Roten Violine ist eine Szene, die spielt im Kulturrevolutionär in China. Die Rote Violine landet also auch zwischendrin in China. Das hier ist jetzt Chiang Kai-Go's Together, wo die Geschichte erzählt wird von einem kleinen Jungen auf dem Land, der durch sein Geigenspiel in die Stadt kommt und dort ein großer Geiger wird. Interessanterweise ist sozusagen der Hintergrund, die Hintergrundmusik, die man hier immer wieder auch hört, chinesischen, also das ist zum Beispiel jetzt eben Musik auf der Pipa, die Sie vorhin gehört haben. Also eben auch nicht chinesisch, aber doch chinesisch. Und dann kommen sie also zusammen in die Stadt und er wird zum großen Geiger. Die klassische Musik ist die Musik mit dem höchsten Prestige und kulturellen Kapital in China, und sie hat entsprechend andere musikalische Traditionen, wie etwa die der Pipa und der Erhu, zwar nicht vollständig verdrängt, aber ihr wird ein sehr viel höherer Stellenwert zugemessen. Als Musiker werden und wurden in China vornehmlich solche Leute bezeichnet, die ein europäisches klassisches Instrument beherrschen. Lang Langs Vater war Erhu-Spieler, aber nie hätte er für seinen Sohn das Erhu-Spiel empfohlen. Der sollte höher hinaus und also Klavier spielen lernen. Und heute nutzt Lang Lang das Erhu-Spiel seines Vaters zwar zuweilen, allerdings nur als Zugabe für die sogenannten Ethno-Gags, die sich vor allem in Europa gut verkaufen, weil man dann doch das angeblich eigene seiner musikalischen Kultur deutlich sieht. Das
ist aber eigentlich nur ein Resultat des schlechten Sehens, das wir immer noch praktizieren. Der Aufschwung klassischer Musik in China geht so weit, dass China sich selbst zum Bewahrer der klassischen Tradition erklärt hat. Zum Beispiel, wenn es 1987 die Aufführung von Chuck Berrys Roll Over Beethoven aus einer Show mit amerikanischer Popmusik streichen lässt, weil das Lied zu respektlos mit dem großen europäischen Komponisten umginge. Das ist dasselbe Land, was zwei Dekaden vorher in der Kulturrevolution natürlich Beethoven auf einer schwarzen Liste hatte. In den westlichen und europäischen Medien jedenfalls wird China inzwischen zum Morgenland der klassischen und europäischen Musik stilisiert, wobei man es wahrscheinlich eher noch als Heuteland derselben bezeichnen müsste, auch wenn Europa das noch nicht immer oder man müsste sagen, vielleicht immer noch nicht so sieht. Die europäische klassische Musik ist verinnerlicht. Sie ist auch eine chinesische Tradition geworden. Dein Bild in meinem Auge. Warum? Weil das Harmonium der Missionare und die Blasinstrumente der europäischen Militärkapellen sowie die auf europäischen Melodien basierenden sogenannten Schullieder, Frère Jacques, O Susanna, eben die in der Reformperiode der frühen Jahre des 20. Jahrhunderts eben nach europäischem Vorbild eingeführten Musikunterricht unterrichten werden, heute zum musikalischen alltäglichen Erleben eines jeden Chinesen gehören. Und zwar nicht nur, wie Sie bei Chen Kaige gesehen haben, des urbanen Chinesen, sondern eben auch der Chinesen auf dem Land. Warum aber wurde die Musik überhaupt in China eingeführt? Warum der genaue, detaillierte Blick nach Europa? Warum die offenen Ohren? Weil, als in der Mitte des 19. Jahrhunderts immer mehr Europäer in China ihren Einzug machen, Kaufleute, Missionare, Militärs und China eine Niederlage nach der anderen gegen diese zu verzeichnen hat, einen Opiumkrieg nach dem anderen verliert und als dann entscheidend 1894 auch noch ein Krieg gegen die kleine Nachbarinsel Japan verloren wird, jenem Japan, das sich jahrhundertelang immer an China als großem Vorbild orientiert hatte, jetzt aber mit der Meiji-Reform seit den späten 1860er Jahren sich nach europäischem Vorbild eben modernisiert hat, als das passiert, China verliert. Da ist selbst der konservativste chinesische Beamte, konfuzianische Beamte des bröckelnden Kaiserreiches überzeugt, China muss sich reformieren. Es muss wieder erweckt werden. Es braucht eine neue Kultur. Und so wird Europa, das ja schließlich auch Japan stark gemacht hatte, zum großen Vorbild, zum Sitz der leuchtenden Zivilisation. Erinnern Sie sich an die Sonne. Sie erinnern sich dran. Technologie, Wissenschaft, Religion und natürlich auch Musik. Und ein wichtiger Bestandteil deswegen der von Yuan Shikai 1902 eingeführten neuen Armee war denn auch ihr Musikchor, in dem zunächst mal viele Ausländer spielten, aber dann eben auch Chinesen. All das war ein radikaler Schritt und es war ein nicht völlig unbeschwerter Schritt. Und zu dieser Auffassung zu kommen, bedeutete ein Umdenken an den grundfesten chinesischen Selbstverständnisses. China, jetzt kommt eine kleine Exkursion in die Vergangenheit, ungefähr ein paar Jahrhunderte vorher. Seit dem frühen ersten Jahrtausend vor Christus verstehen sich chinesische Herrscherhäuser als Regenten der Sphäre von allem unter dem Himmel. Das heißt, einem prinzipiell grenzenlosen Raum. Als Träger des himmlischen Mandates hatten sie die Pflicht, die ihre Domäne umgebende Welt durch moralisch vorbildliches Verhalten zu zivilisieren. Dies gestaltete sich desto schwieriger, je weiter entfernt vom königlichen Zentrum die zu zivilisierenden Stände lebten. Ein Ordnungsmodell, das diesem Umstand nun Rechnung trug, teilte die Welt in 5 Zonen ein, die sich durch ihre verschiedenen Verwandtschaftsgrade zum Herrscherhaus unterschieden. Und diese symbolische Darstellung zeigt diese Gradierung in 5 konzentrische Quadrate. In der Mitte ist die Hauptstadt, die nächstliegende Zone ist diejenigen der tributfähigen Lehnsfürsten, dann kommt eine befriedete Zone, die noch von der chinesischen Kultur durchdrungen ist und dann kommt eine Zone der alliierten Barbaren und schließlich kommt die Wildnis, die von schweifenden Völkerschaften und so weiter bewohnt wird. Und das ist ein Grundmuster, mit dem man die Welt regiert hat, ein Grundmuster, was im konfuzianischen Kanon festgeschrieben wird, was dann immer wieder variiert wird. Also es gibt ein Modell mit 9 Provinzen zum Beispiel und es ist immer so, dass sozusagen um das Zentrum herum dann langsam in die immer größer werdende Peripherie es sich entwickelt.
Dabei machen die Chinesen, und das können Sie hier sehen, wenn Sie es sehen können, an den Rändern werden die Völker, die eben nicht mehr wirklich sichtbar sind auf der Karte, ja, die werden dann eben nur noch beschrieben. Und das sind dann zum Teil sehr, sehr komische Völker, die eben Hundevölker sind oder die zum Beispiel dann eben Löcher im Bauch haben, wie Sie das hier sehen können. Diese Karten, die Sie da eben gesehen haben, sind Karten, die durchaus von Leuten wie Needham, die History of Science in China geschrieben hat, durchaus auch eine geografische Richtigkeit haben und mit ziemlicher Akkuratesse sozusagen das vergleichbar zu dem machen, was andere Länder in dieser Zeit eben zum Beispiel in Europa gemacht haben oder möglicherweise sogar noch genauer. Auf diese Arten der Darstellung, der Weltdarstellung reagiert jetzt Matteo Ricci, der nach China kommt und der eine vollständige Karte der 10.000 Staaten macht, die zwei Enden hat, die man aber leider Gottes nicht wirklich so gut auf einer Folie zusammenpasst. Und diese Karte ist nun eine, die es versucht, sozusagen mit diesen chinesischen Auffassungen von der Welt ein bisschen umzugehen. Sie sehen, dass auch er sozusagen diese Beschreibungen außen hat und Sie sehen auch, dass er Länder wie die Reiche der Hunde und der Frauen in der Peripherie hineinnimmt. Allerdings hat er auch die Begriffe Yaxia und Oloba, also Asien und Europa, da mit drin und diese Karte von Matteo Ricci, der offensichtlich ein Europäer war, der noch nach China geguckt hat und sich das genau angeguckt hat, eben gesehen hat, okay, die haben die neuen Provinzen, dann nenne ich doch auch mal unsere Kontinente Zhou, ja, genau wie die Chinesen das gemacht haben, damit die meine Karte hier verstehen. Und genau das ist dann auch passiert. Die Karte stieß auf überwältigendes Interesse in der chinesischen Gelehrtenwelt. Grund dafür war freilich nicht, dass die Begriffe also besonders wahr oder besonders toll oder überlegen empfunden wurden, sondern diese Begeisterung lässt sich auf die zu der Zeit besonders starke Faszination für Kuriosa eher zurückführen. Als solche fand eine abgewandelte Version dieser Karte etwa 5 Jahre, nachdem sie erschienen ist, in China Eingang in eine chinesische Enzyklopädie, wo Sie sehen können, dass das etwas überdimensionierte Europa jetzt ein bisschen zusammengezurrt ist und vor allem, dass da gar nicht mehr viel steht. Also was da sozusagen in diesem kleinen Teil oben links, der noch Europa ist, Asien inzwischen viel größer geworden, Asien natürlich wieder und immer noch zentral, was Sie da nur noch erkennen können an einzigem Land, was genannt wird, ist zum Beispiel Frankreich. Reich, alles andere nicht. Und diese Enzyklopädie hat also nun diese Karte übernommen von Matteo Ricci, aber daneben stellt sie eine traditionelle Karte, die immer noch sozusagen China ganz in den Mittelpunkt stellt und die eben am äußeren Rand dann diese anderen komischen Länder, die da in dem Schwarzen Meer herumtalpern, auch noch erwähnt. Das heißt also sozusagen, die eine ist auch der anderen überhaupt nicht überlegen, sondern diese Karten stehen einfach nebeneinander. Das ist, wie gesagt, 17. Jahrhundert, das ist noch keine Zeit, wo man sich damit beschäftigt hat, dass man das unbedingt so machen muss, wie Europa das gemacht hat. Und so Leute wie Giulio Alleni, der eben dann eine Karte macht, in der China nicht mehr wirklich in der Mitte ist, der kriegt es auch ganz schön auf die Mütze dafür. Und diese Karten sind aber eben weiterhin Karten, die sich nicht damit beschäftigen, dass, das sehen Sie hier ganz deutlich, also hier ist Europa ja praktisch weiß, ne? Oder sogar de facto weiß und es steht auch ganz, ganz wenig drin. Europa fängt erst ungefähr 200 Jahre später, eben Mitte des 19. Jahrhunderts an, sich wieder zu bevölkern. Und das hat damit zu tun, dass eben jemand in die Welt kam, der sozusagen feststellte, die Europäer sind so viel stärker geworden, wir müssen da jetzt etwas tun. Was tun? Wie ist das glänzende, beeindruckende Europa entstanden? Als Vermächtnis der Revolution. Revolution bedeutet in europäischen Sprachen die Vernichtung des Alten und den Wechsel zu etwas Neuem. Das schreibt Chen Duxiu, später Mitbegründer der Kommunistischen Partei, in einem der grundlegenden Texte der sogenannten Neue Kulturbewegung, die sich am Anfang des 20. Jahrhunderts formiert und die ein Flaggschiff hat, nämlich eine Zeitschrift, die heißt Neue Jugend. Diese Rede von der Revolution ist eine, die dem allgemeinen zeitgenössischen chinesischen Verständnis klar entgegenstand. Im Neuen hatte man nie
eine Tugend gesehen, in der Jugend erst recht nicht, sondern immer eine potenzielle Gefahr. Das goldene Zeitalter war sicher in der Vergangenheit verortet, auf die es zurückzugreifen galt. Unmöglich war es, ein solches Zeitalter in der Zukunft zu sehen. Um einer solchen Neukonzeption, einer Teleologie, die eben nicht mehr rückwärts, sondern vorwärts gewandt war, Autorität zu verleihen, musste das europäische Modell bemüht werden. Und dieses Modell hieß, wir hatten es zu Beginn schon mehrfach im Bild gesehen, das Wiedererwachen. Neugeburt. China brauchte eine Renaissance, wie Europa sie einst hatte, damit es eines Tages so beeindruckend und glänzend werden würde, wie das Europa der damaligen Gegenwart. Wieso aber eine Renaissance? Im Juni 1917 beginnt Hu Shi, dieser Mann, ein patriotischer Intellektueller, der vor seinen Zeitgenossen zum Vater der chinesischen Renaissance erklärt werden sollte, auf seiner Heimfahrt aus den USA, wo er 8 Jahre lang zuerst an der Cornell University und dann an der Columbia University studiert hat, bei John Dewey unter anderem Philosophie. Irgendwo beginnt er in den Mitten, in den kanadischen Rocky Mountains, ein dünnes Bändchen von Edith Sichel zu lesen. Und dieses dünne Bändchen, dazu fehlt mir jetzt der Text, der aber hoffentlich irgendwann wieder auftaucht. Dieses dünne Bändchen, das enthält jedenfalls eine Nachricht. Und diese Nachricht ist die davon, wie Europa entsteht, beziehungsweise die Renaissance in Europa entsteht. Und die macht da ein Bild davon, wie Michelangelo this great painting of the newly created Adam on the ceiling of the Sistine Chapel might be taken as a symbol of the Renaissance, of the time when man was, as it were, recreated more glorious than before, with a body naked and unashamed, and a strong arm unimpaired by fasting, outstretched towards life and light. Das war es. Das war es genau, was auch der Husche wollte. Sie mussten brechen mit den repressiven, mit den dunklen Seiten der Tradition. Renaissance wurde zum Aufruf zum Kampf für die Protagonisten der neuen Kulturbewegung. Ein Aufruf nach innen und nach außen, der manifestieren sollte, dass das Vaterland nun wieder im Aufstieg begriffen war. Dass es nicht mehr länger in Stagnation und Dunkelheit verharrte. In Parallele zum Mittelalter in Europa. Dass also das alte statische China, das Hegel in seiner Geschichtsphilosophie verdammt hatte, der schlafende Drache, vor dem Napoleon gewarnt haben soll, nun endlich wieder dabei war, aufzuwachen. Von Chinas Renaissance zu sprechen, war also global zu denken und damit China an einem angemessenen Platz in einem größeren, dem Weltsystem zu markieren. Und das tun diese Leute, die schreiben dann eben Zeitschriften wie Xinchao, Neue Welle, die sie, also eigentlich heißt es in Übersetzung Neue Welle, sie übersetzen es aber dann selber ins Englische mit The Renaissance, oder sie schreiben Dinge wie das alte China ist die Frucht, aus der das junge China geboren wird. Das junge China ist die Wiedergeburt, die Renaissance, die wir uns vorgestellt haben, die aus dem alten China hervorgehen kann. Mao verkündet die Gründung der Volksrepublik China, das haben Sie gesehen, genau mit diesem Vokabular. Xi Jinping nimmt das in seinem Traum von der Renaissance wieder auf. Und die europäische Renaissance, die ist sozusagen das große Vorbild, was das ganze 20. Jahrhundert eben bestimmt. Und zwar, weil die chinesische Renaissance jetzt wird, dein Bild in meinem Auge, nicht primär ein Moment, wo sozusagen China als China ersteht, sondern China als gleichwertig zu Europa ersteht. Und darum beginnt Hu Shi, als er im Juli 1933 als Haskell Lecturer an die University of Chicago eingeladen wird, seine Vortragsreihe zu halten zu den Cultural Trends in Present-Day China, die er bald darauf publiziert unter dem Titel The Chinese Renaissance. Darum beginnt er seinen Vortrag wie folgt. I want my readers to understand that cultural changes of tremendous significance have taken place and are taking place in China. Slowly, quietly, but unmistakably, the Chinese Renaissance is becoming a reality. The product of this rebirth looks suspiciously Occidental, but scratch its surface and you will find that the stuff of which it is made is essentially the Chinese bedrock, which much weathering and corrosion have only made stand out more clearly. The humanistic and rationalistic China resurrected by the touch of the scientific and democratic civilization of the New World.
In dem Vortrag führt er dann den für ihn so inspirierenden Vergleich zwischen den beiden Wiedergeburtsbewegungen der chinesischen und der europäischen Renaissance aus. In seiner Deutung hatten sich beide vorgenommen, eine neue Kultur begründen zu wollen, die basierte auf der Schaffung einer neuen Sprache, und zwar einer lebendigen Sprache, nicht der klassischen Sprache, also der von den toten Weisen der Vergangenheit. Er wollte eine Kultur schaffen, oder die beiden Renaissancen in seiner Interpretation wollten eine Kultur schaffen, die demokratisierend wirkte, indem sie das Individuum frei machte von den Fesseln etablierter Institutionen und Traditionen, derjenigen, die im christlichen Europa das Altertum als heidnisch abstempelten, und derjenigen, die im konfuzianischen China nur den orthodoxen Klassikern, den konfuzianischen Klassikern, nicht aber eben der Kultur der vernakulären Volkssprache heiligten. Und diese sollten insgesamt aus einem humanistischen, einem wissenschaftlich forschenden, kritischen Geist heraus betrachtet werden. Wie seine Zeitgenossen nutzt der Rusche den Terminus Renaissance also, weil ihm eine sozusagen natürliche Autorität innewohnt, und zeigt, wie bewusst er sich dessen ist, in einer Passage, in einem früheren Vortrag, der da heißt, wo er eben sagt, also the Chinese Renaissance is of course the term usually associated with that great movement in Western history which heralded modern Europe. The same name has been accorded to the far-reaching changes, however, in thought and action which have swept over China during the last 10 years. Und in der Tat, die wirklich radikale Neubewertung der chinesischen Geschichte und Kultur, die hier durch die neue Kulturbewegung vorgenommen wurde, die inspiriert war durch Europa und die sich an diesem Modell, diesem Bild maßgeblich orientierte, prägt aufgrund ihrer Kanonisierung in den chinesischen Geschichtsbüchern bis auf den heutigen Tag das Schulbuchwissen eines jeden Chinesen. Damit wird im chinesischen kulturellen Gedächtnis dieser Bewegung und also auch der Verinnerlichung Europas, dein Bild in meinem Auge, qua Geschichtsschreibung eine der wichtigsten Positionen in der Ausformung der chinesischen Moderne zugestanden, die aber, nur darum gibt es Xi Jinpings chinesischen Traum, eben bis heute noch nicht zur Vollendung gekommen ist. Auch weil das Schauen auf Augenhöhe zwischen China und Europa bis heute noch nicht realisiert ist, sondern von den aus dem 19. Jahrhundert stammenden Asymmetrien weiterhin bestimmt ist. Und das ist nicht ganz ungefährlich, und das werden wir gleich sehen. Und dazu springe ich jetzt dem Osten ist rot, der im Prinzip vorweggenommen wird von dem, was ein anderer Autor der chinesischen Renaissance, nämlich Guo Moro, als einen fürchterlichen Endmythos sozusagen beschreibt, einen Moment, wo die chinesische Kultur am Ende ist und alles wird fürchterlich dunkel, weil die Herrscher nur noch miteinander wettstreiten, und dann geht sogar die Sonne unter. Drei Göttinnen kommen, und diese drei Göttinnen, die sind in diesem Gedichtsband dann eben verwirklicht, diese drei Göttinnen, die wollen die Sonne wiederholen. Und dann sagt also ein Bühnenmanager zum Publikum: sehr verehrte Damen und Herren, ich fürchte ja, dass Sie schon lange genug haben von dieser übel riechenden, rauchig düsteren Atmosphäre, dieser schwarzen, dunklen Welt, dass es Sie dürstet nach strahlendem Licht. Der Dichter dieses Dramas hat an dieser Stelle seinen Pinsel niedergelegt. Er ist übers Meer geflohen, um neuen Glanz und neue Hitze zu schaffen. Meine Damen und Herren, warum, wenn Sie sich also eine Neugeburt der Sonne wünschen, tun Sie ihm nach. Wir alle warten auf ein Wiedersehen, wenn die Sonne wieder aufgeht. Sie haben das, und das sind die Vokabeln, die die chinesischen Renaissance-Vertreter benutzen. Sie haben das bereits in den früheren Karikaturen auch gesehen, diese Idee von der Sonne. Und diese Idee von der Sonne wird dann eben umgesetzt, vor allem in diesem Lied Red is the East, was ich Ihnen gerne vorführe. Oh ja, und das funktioniert. Red is the East wird 1964, 15 Jahre nach Gründung der Volksrepublik China, in einer epischen Form jetzt neu gefasst. Und Sie sehen das gleich, das ist eine epische Form, die ich rede jetzt ein bisschen dazu, ein chinesisches, sondern auch ein mit europäischen Instrumenten, ist das chinesische Orchester sozusagen, gegeneinander stellt. Und die spielen eben Der Osten ist rot. Und jetzt direkt ihnen gegenüber, dein Bild in meinem Auge, ist das Orchester mit den europäischen Instrumenten. Ja? Und im
Moment ist das alles noch nur instrumental, aber gleich wird es monumental und mit Chor. Und zwar sind das sozusagen die chinesischen, russischen Fischerchöre, die jetzt kommen. Tausende von Leuten, die da auf dem Podium stehen und die singen. Der Osten ist rot, die Sonne ist aufgegangen. China hat einen Mao Zedong hervorgebracht und Sie sehen die Sonnenblumen, die sich dieser Sonne, die da gleich aufgehen wird, entgegenstreckt. Dieses Lied hat eine Wahnsinnsgeschichte. Dieses Lied ist immer wieder aufgelegt worden. Dieses Lied war das Lied, was sozusagen die Nationalhymne in der Kulturrevolution war. Dieses Lied ist 1970, als die Chinesen den ersten Satelliten in den Weltraum geschossen haben, von diesem Satelliten gespielt worden. Dieses Lied wird dann, als Mao 100 Jahre alt wird, das sehen Sie links im Bild, in sogenannten Rote-Sonne-Hits wieder neu aufgelegt und jedes Mal, wenn sich sein Geburtstag jährt, also hier 2003, haben sie noch immer wieder neue Neuauflagen, Covers sozusagen von diesem Song und dieses Lied. Und das ist das Wichtige, das ist eben auch das, was jetzt Xi Jinping gewidmet wird. Und das müssen Sie sich ganz anschauen. Ich habe eine Version gefunden, die auch englische Untertitel hat. Ich werde die aber zum Teil etwas korrigieren. Also der Osten ist wieder rot jetzt und die Sonne geht wieder auf. Und Sie sehen, wie die wieder aufgeht vor dem Hintergrund des riesigen, mächtigen, natürlichen China. Das ist Mao, der aber eben beerbt wird von Xi Jinping. Beerbt den Mao, nicht? Und das ist alles immer schön hineingeschnitten. Und die Nations Revival ist die Nations Renaissance, ja? Die Fuxing ist die Übersetzung für Renaissance. Also er macht eine Renaissance für die Nation. Hurra, hurra. Er ist der große Stern der Glücks des Volkes. Er liebt das Volk und er ist unser Führer. Um den chinesischen Traum zu realisieren, hurra, hurra, führt er uns nach vorne. Wang Tianjin ist Teil der chinesischen Nationalhymne. Sie sehen, was China ausmacht. Die große Mauer, Tempel des Himmels, da wo die großen chinesischen Herrscher ihre Opfer gebracht haben. Die chinesisch-kommunistische Partei ist auch wie die Sonne. Die kann sogar ihre Sonnenstrahlen durch alle Wolken und allen Nebel hindurch fallen lassen. Hurra, hurra. Die Chinesen haben Macht, Kraft, Liebe. Der Eingang zur verbotenen Stadt und eben immer wieder das Militär. Das ist wieder die Renaissance, die hier von Xi Jinping verkündet wird. Hurra, hurra. Er ist der große Stern am Himmel, der des Glücks des Volkes. Und am Schluss haben wir die Friedenstaube. Okay. Wenn Sie das dringend nochmal anschauen wollen, das gibt es auf YouTube, aber was hier steht, ist eben, dass das zwar aus Parteikreisen gekommen ist, aber dass es inzwischen wegen eines Verdachtes der Vergötterung von Xi Jinping heruntergenommen worden ist. Im chinesischen Netz können Sie das nicht mehr erkennen.
Europa als Realität und Vision, Europa im Selbst- und Fremdbild, das ist das Thema dieser Vorlesungsreihe. Ich habe Sie eingeladen, einen Blick von China auf Europa zu werfen, und ich habe behauptet, dass China es mit seinem detaillierten Interesse an Europa so ernst gemeint hat, dass es heute viel von Europa sein eigen nennt. Dein Bild in meinem Auge. Sie haben gesehen, wie Europa wahrgenommen und internalisiert worden ist. Andererseits haben Sie auch gesehen und gehört, dass zu sagen, China habe dabei einfach alles nur so kopiert, wie in diesem Cartoon angedeutet, zu kurzsichtig ist. Auch Xi's Chinese Dream, seine Chinese Renaissance, sind eben nicht nur ein Abklatsch eines American Dream, wie das hier dargestellt wird, oder noch schlimmer, hier, sind nicht nur ein Abklatsch einer europäischen Renaissance. Im Gegenteil, in dieser neuen Retterversion für China, die Chinas schon lange erträumte Renaissance in Bilder fasst, wird der Ton deutlich aggressiver. Das haben Sie gesehen. Chinas Wasser, Chinas Berge, Chinas Mauern, aber vor allem Chinas Waffen. Die der Kommunistischen Partei, die Macht und Kraft des chinesischen Volkes werden hier zum deutlichen Symbol dafür, dass der Drache China schon lange nicht mehr schläft und auch, dass er sich nicht mehr damit zufrieden gibt, so wahrgenommen zu werden. Auch wenn am Schluss des Films die Friedenstauben stehen. Die Tatsache, dass die Parole von der chinesischen Renaissance, vom wachenden Löwen oder Drachen, bis heute wiederholt wird, dass also Xi Jinping mit seinem chinesischen Traum erneut nach den Journalisten der späten Qing, den Intellektuellen der neuen Kulturbewegung und nach Mao wieder das chinesische Volk sich erheben lassen will, eine chinesische Renaissance heraufbeschwört, zeigt nicht, dass sich dort nichts verändert hat. Das hat es, und zwar ganz gewaltig. Die einstigen Gegner des Konfuzianismus bauen heute Konfuzius-Institute. Die Verfechter einer Umgangssprache und vereinfachter Schriftzeichen sind heute zu den traditionellen Langzeichen zurückgezerrt, zum Beispiel auf den Propagandaplakaten oben, die den chinesischen Traum und die chinesische Renaissance bewerben. Und die unterdrückten Institutionen der kaiserlichen Ordnung sind ausgetauscht worden durch jene, die die Diktatur des Proletariats verfechten. Was es aber sehr deutlich zeigt, ist, dass Europa bis heute noch immer anders auf China schaut als China auf Europa. Und das muss sich ändern. Auch wenn China noch unter Hu Jintao eine harmonische Gesellschaft und einen friedlichen Aufstieg versprochen hat, auch wenn Politikwissenschaftler Chinas Außenpolitik entsprechend aus konfuzianischen, zurückhaltenden, daoistischen mit der Vorgabe des Regierens aus der Nicht-Einmischung und buddhistischen, also pazifistischen Bestrebungen zu erklären suchen, auch wenn der Film zu Xi Jinping, der neuen Sonne am chinesischen Himmel, die eine neue Zivilisation zu springen verbricht, mit Friedenstauben endet, ist eine neue Machtasymmetrie, die das Verhältnis zwischen Europa und China wieder umkehren wird, durchaus real, wenn es auch nicht eine gelbe Gefahr ist, die hier aufgebaut werden muss. Die europäische Expansion brachte für China eine Neuordnung der Welt mit sich, die China zwang, sich von überkommenden Ordnungsvorstellungen zu lösen. Und also schauten die Chinesen immer genauer hin. Europa wurde immer detaillierter, China verlor zumindest vergleichsweise an Beschreibungsdichte und Zentralität. Die chinesische Expansion, die wir heute sehen, mag anderer Art sein. Sie ist aber schon jetzt Realität. In der Wirtschaft, in der Kultur, in der Entwicklungshilfe und auch noch an vielen anderen Stellen. Damit gehört China nicht mehr zu den irrelevanten Gebieten an den Peripherien unserer Wahrnehmung. Und auch wir müssen beginnen, China zu verstehen, genauer hinzustauen, den Spieß also umzudrehen. So ein bisschen. Mein Bild in deinem Auge oder, um Fritz von der Goltz ein wenig umzuzitieren, die asiatische Welt, ihre Gegenwart und ihre Vergangenheit darf uns nicht länger ein Buch mit 7 Siegeln sein. Und was an unseren Schulen als Weltgeschichte gelehrt wird, kann also nicht mehr europäische Geschichte schlechthin sein. Und jetzt komme ich ganz schnell zum Schluss. Vielleicht sind wir schon eine ganze Weile auf dem richtigen Weg. Als Hector Berlioz sich bei der Weltausstellung in London 1851 chinesischen Gesang angehört hatte und daraufhin sehr heftig sich beschwerte über das Katzengejammer und das Hundegehen, das mythische Land der Hunde kommt einem da wieder in den Sinn, da hat ihm ein sinologischer Kollege höflich entgegnet, « Si de ce tumulte une heure européenne est plus surprise que charmée, il faut se rappeler le mot de ce chinois qui, sortant d'un de nos théâtres musicaux, me disait, quand on ne comprend pas, on trouve qu'il y a trop de bruit. » Wenn man etwas musikalisch nicht versteht, und nicht nur musikalisch, dann empfindet man es schnell als lärmenden Krach.
nicht nur musikalisches Verständnis über kulturelle Grenzen hinweg, ist nicht einfach, egal was die musikalischen Strukturen sind. So sind sie sicher keine Universalsprache, die sofort und von jedem verstanden wird. Dass China inzwischen die europäische klassische Musik sicher nicht mehr als lärmend empfindet, das haben wir schon ausführlich diskutiert und beschrieben. Das liegt an Chinas intensivem studierenden Blick auf Europa seit gut 150 Jahren. Dein Bild in meinem Auge. Inzwischen ist es aber eben auch so, dass zum Beispiel Aufführungen von chinesischen Opern ganz anders gelesen werden, dass die Publiken enchanted by the rhythmic speak, the haunting melodies, the percussion that violently interrupts the narrative sind und delighted. Es gibt eine ganze Reihe von Opern, in denen der Versuch gemacht wird, die chinesischen Opernästhetiken umzubauen in das, was sozusagen ein einstmals europäisches Opernkonstrukt war. Und zum Beispiel in Tandons Oper Marco Polo ist ein Sänger aus der südchinesischen Kunqu-Oper, der tritt auf als Rustichello, also Marco Polos Schreiber, und beginnt Kunqu-Techniken jetzt zum Beispiel von dieser rhythmisiert melodisierten Rezitieren auf den großen teils englischen Text des Librettos anzuwenden. So, the Book of Time opens! Zum Beispiel, ja, das führe ich Ihnen jetzt nicht mehr vor, das können Sie sich. Was ich damit sagen will, es scheint klar, dass diese Werke verändern und sie bereichern die europäischen Opernbühnen mit neuen Gesten, mit neuen Masken, vor allem auch mit neuen Klängen. Why does everyone need Chinese Opera, schreibt Alexander Huang in einer Studie Chinese Shakespeares, und er meint, dass wir von einer Infatuation with Asian Visuality sprechen müssen, und schreibt: Chinese opera, Shakespeare seem to cross national boundaries in the global marketplace with ever greater facility and an unprecedented degree of translatability. Film has become the lingua franca of the 20th century. The success of Chinese opera in recent decades is testimony to the rise of Asian visuality in the global scene. Was sie hier beschreibt, sind offensichtlich offene Augen. Augen, die jetzt von Europa nach China blicken, die sehen und die auch hören, was die nun schon bereits einige Jahrzehnte andauernde Faszination mit den Klangwelten der chinesischen Opernmusik in Europa zeigt. Wenn Berlioz also in der Mitte des 19. Jahrhunderts die chinesische Musik noch für Katzenjammer und Hundegähnen hielt, so gab es andererseits auch chinesische Zeitgenossen, die sich über den vielen Krach in den europäischen Opernhäusern aufregten. Inzwischen sind die Verhältnisse, das haben Sie gesehen, deutlich asymmetrischer geworden, denn nicht mehr länger wird der europäischen Skepsis in Bezug auf die chinesische Musik mit gleicher Münze geantwortet. Im Gegenteil, chinesische Musiktraditionen sind auch in China zur Musik zweiter Klasse degradiert worden. Dein Bild in meinem Auge. Die Attitüde auf europäischer Seite allerdings bleibt gleich. Eine gewisse Faszination für die unglaublichen Erfolge und Fähigkeiten chinesischer Musiker ist deutlich verbunden mit der Häme über die chinesischen Tigermütter, die nichts als perfekte Technikroboter produzieren, aber den wahren Sinn der Musik, den europäischen nämlich, ne, doch gar nicht verstehen können. Weit gefehlt. Denn erst technische Vollkommenheit, hier sind, haben Sie so ein paar Zitate, in denen Sie das deutlich sehen können. Weit gefehlt. Denn technische Vollkommenheit erst und Souveränität erlauben ja musikalische Ausgestaltung. Anders gesagt, China hat Europa inzwischen so weit verinnerlicht, ja einverleibt, dein Bild in meinem Auge, das ist damit ganz selbstverständlich und zuweilen eben besser als Europa, und zwar nicht nur musikalisch agieren kann. Europa als Realität und Vision, Europa im Selbst- und Fremdbild, das ist das Thema dieser Vorlesungsreihe. Ich habe Sie eingeladen, einen Blick von China auf Europa zu werfen. Und ich lade Sie jetzt dazu ein, dass umgekehrt auch Europa seinen Blick wieder nach China lenkt. Und zwar einen Blick, der detailliertes Schauen zulässt. Warum? Erst die europäische Expansion brachte eine Neuordnung der Welt mit sich, die China zwang, sich von überkommenen Ordnungsvorstellungen zu lösen. Lassen wir es nicht so weit kommen, dass wir gezwungen sind, sondern sehen wir selbst jetzt, nicht nur in Anbetracht des evidenten Machtgebaren eines Xi Jinping, nach innen und nach außen. Denn es steht uns gut an zu wissen, wieder frei nach Golz, dass es ein chinesisches Reich von jahrtausendelangem Bestand, dem sich an Macht und Ansehen nur wenige Schöpfungen der Europäer vergleichen lassen, nicht nur gegeben hat, sondern dass es dies auch wieder gibt. Der chinesische Drache ist schon lange wieder wach. Zu zeigen, welche immer wieder revitalisierende Bedeutung die Wahrnehmung Europas für China hatte, meint auch darauf hinzuweisen, dass dies umgekehrt genauso sein kann.
Die Tatsache, dass über die letzten beiden Jahrhunderte ganz erhebliche Asymmetrien in der gegenseitigen Wahrnehmung entstanden sind, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kräfteverhältnisse sich ändern und dass auch kulturelle Flüsse ihre Richtung nicht immer beibehalten. Und entsprechend werden ja auch bei uns, die wir in unserem Exzellenzcluster Asien oder Europa im globalen Kontext genau daran arbeiten, zwar langsam, aber immerhin eben doch Zeichen eines Wandels sichtbar, der sich nicht nur in der Öffnung für die von Berlioz noch so verachteten Klänge der chinesischen Oper zeigt. Ein offener, an Details interessierter Blick nach China, sein Bild in unserem Auge, kann ermöglichen, dass wir China verstehen, und das ist umso wichtiger in einer Zeit, in der die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklungen in China Europa schon lange überholt haben, die Asymmetrien also eben gerade dabei sind, sich wieder in eine andere Richtung zu verschieben. Es ist wichtig, dass wir China ganz genau durch unser Vergrößerungsglas ansehen und dabei jedes kleinste Detail verstehen. Eben damit das Verschieben dieser Asymmetrie nicht heißen muss, dass wir dann alle den China Dream und nicht mehr den American Dream träumen, auch wenn der, seien wir mal ehrlich, seit Trump wohl doch auch um einiges weniger attraktiv und plausibel geworden ist. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank.